Guten Morgen von der Essen Motor Show 2021. Erstmal vielen Dank an das ganze Team, alle, die hier mitgeholfen haben, Aufbau gemacht haben. Wirklich wieder brutal geworden in kürzester Zeit. Alles hier selber gemacht, gestemmt und so weiter. Vielen Dank auch an Enrico Wacker, der auch in letzter Sekunde uns ausgeholfen hat. War wirklich, wirklich geil. Wie ihr seht, hier wird auch noch fleißig geschraubt, so wie sich das auf der Messe gehört. Wir drehen den Oma-Golf noch mal ein bisschen tiefer mit den neuen Le Mans-Felgen. Wir haben uns entschieden, die Le Mans-Felgen auf jeden Fall drauf zu lassen. Aber das ist auch mit am Start. Da gibt es auch noch letzte Kleinigkeiten hier. Auf die Autos wollen wir heute gar nicht eingehen. Heute geht es auf jeden Fall um alles drumherum hier. Marius Golf ready. Achso, ganz kurze Sache. Normalerweise müsste ich jetzt einfach eine Maske tragen hier. Bitte entschuldigt es, dass ich kurz rumlaufe, weil wir sind noch vor 9. Das heißt, die Messe hat eigentlich noch gar nicht angefangen. Und wir ziehen das jetzt so einmal schnell durch. Wenn es zu viele Menschen am Ende werden, muss ich auch natürlich wieder eine Maske aufsetzen. Aber damit ihr mich besser versteht, denke ich mal, ist das okay, da wir ja auch genug Abstand noch haben hier. Ja, Marius Golf, affen geil. Gerade diese weiße Wanne unter diesem Licht hier. Ja, sieht richtig sauber aus. Limo. Auch mega, dass ihr das genauso feiert wie ich. War wirklich ein besonderer Moment, wo wir das Ding vorgestern aus dem Laden geschoben haben. Hinten nochmal die Federn getauscht. Jetzt steht das Ding auch saftig da, finde ich. Ne? Hier jetzt auch wieder gerade ganz andere Farbe als ja. Jetzt sieht man mal, wie grau dieses Carbon eigentlich ist. Ne? Das ist wirklich in jedem Licht sieht es anders aus. Ja, ja. Draußen war es viel dunkler. Aber so ist perfekt. So, hier haben wir noch unser kleines Geheimprojekt. Sehr viel Zeit gekostet die letzten Monate. Monate nicht, 6 Wochen. Kann ich leider noch nichts verraten, weil da kommt wirklich eine krasse, ich will nicht zu viel verraten, Videoreihe. Also wir haben alles gefilmt, wie wir ihn umgebaut haben. An der Stelle nochmal vielen Dank an Max, MX Motorsports. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich war öfters da, weil wir das Auto dort gebaut haben. Und wieder vielen Dank an Firma Lackwelt, die das Auto wieder lackiert haben. Mehr verrate ich gar nicht. Auf jeden Fall genau dein Ding, Maxi, ne? Ja, extrem. Das ist ein Traum. Also kein Scheiß, mehr geht für mich nicht. Was machen wir heute? Eigentlich würde ich ganz gerne nur den Mutlo besuchen, weil der hat dieses Jahr mal eine ganz andere Art von Autos am Start. Und die gucken wir uns jetzt einmal an. Und dann kriegt ihr vielleicht noch ein paar cinematische Aufnahmen mit vorschlagen. Machen wir. Ja, da werden die Autos noch geputzt hier. Ich habe schon gesagt, eigentlich will ich gar nicht viel Autos zeigen hier. Ja. Aber da du dieses Jahr wie immer die richtige Farbe an Autos hast. Wie immer. Und dieses Mal auch komplett andere Autos sind. Und wir über die ganzen Autos noch gar nicht gesprochen haben, sprechen wir einfach nur über deine Autos heute. So, ich habe schon angekündigt, wir sind noch vor 9, deswegen haben wir jetzt gerade keine Maske auf. Wenn es zu viel wird, müssen wir eine Maske halt tragen. Ja, ja. Ne? Aber noch sind wir einfach hier unter uns, deswegen geht es. Aber so, damit die Leute auch ein schönes Klangvergnügen zu Hause haben, kriegst du noch einmal den Ton schnell. So, angekommen bei Levella. Erstmal, ich habe gesehen, die Autos kamen gestern Morgen erst, ne? Wir haben aus dem Hotel geguckt und dachten so, Alter, jetzt unischwarze Autos, alle auf dem 40-Tonner und es hat geschüttet. Wie immer. Voll. Wie immer Essen Motorshow, ne? Wie immer. Es schüttet einfach immer, ne? Da wurde 2 Tage lang abgesagt, die Spedition, und dann wurde es einen Tag vorher abgeholt bei uns. Ja, ja. Ja, Mutlo, erzähl mal. Also erstmal mega geil, endlich wieder Messefeeling, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr, wo dann doch die Messe losging, hat man schon irgendwie zu Hause gesessen und sich so an die letzten... Ja, also als die letzte Jahr ausgefallen ist, so, fand ich schon, dass man so zu Hause gesessen hat, sich überlegt hat, scheiße, eigentlich wären wir jetzt gerade auf der Messe. Ja, so, ne? Und jetzt spontan hast du aber wieder gut was aufgefahren eigentlich. Ja, wir machen ja seit 2 Jahren eigentlich nur noch ältere Autos. Mhm. Ja, was heißt ältere Autos? Wir machen schon zwischendrin auch mal neue Autos, aber die Liebe geht jetzt eigentlich nur noch ältere Fahrzeuge. Weil ich finde, das ist einmal was anderes. Du siehst das nicht so auf der Straße und du kannst viel mehr dran machen wie an neuen Autos. Und du musst halt auch viel mehr dran machen, weil ein neues Auto ist halt immer Felgenfahrwerk fertig, übertrieben gesagt. Ne? Und hier ist es ja schon so. Kannst dich austoben, ja? Rostvorsorge in Anführungsstrichen bei den BMWs, hier breit machen und so weiter. Ne? So einen wollte ich ehrlich gesagt vor ein paar Jahren auch schon mal kaufen. Echt? Ja, ja, ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich irgendwie Bock auf einen V8. Okay. Ich hatte Bock auf einen V8 und habe die ganze Zeit überlegt, SL 500. Da waren die noch weltengünstiger. Da hast du für so ein SL 500, keine Ahnung, hast du so für 8.000 Euro so gezahlt, ne? Was kosten jetzt so 15, 20? 15, 20. 15 schon mit Mängeln. Ja, okay. Wir gehen die Autos einmal im Schnelldurchlauf durch, würde ich sagen. Aber sonst alles gut bei dir? Ja. Alles im Load, alles fresh. Ja, Gott sei Dank. Bis zur letzten Minute halt aufgebaut. Ja. Aber ja, das ist wie immer. Jedes Jahr. Aber muss ja, ne? Mal durch, ja. Als allererstes muss ich eine Frage stellen. Von diesen Autos, die 4, die sind alle 4 neu lackiert? Ja. Der nur einmal außenrum geduscht, außer die Haube. Kam für dich eine andere Frage als Unischwarz in Frage? Bisher werden ja auch ein rotes Auto lackiert. Aber jetzt die 4, weil jetzt die 4 genau hier. Also bei den allen 4 Autos hast du gleich gesagt, die müssen wieder schwarz werden. Die müssen schwarz werden. War keine Frage. Es muss generell immer ein Auto schwarz werden, außer es ist ein Originalfahrzeug wie so ein M5, E34, der war rot. Mhm. Den haben wir jetzt wieder rot gemacht. Was auch seltene Farbe in Rot ist, glaube ich, ne? Genau, bei dem Auto. Genau. Aber ansonsten
immer schwarz. Weil ich weiß nicht, ob du schon gesehen hattest, wir haben ja auch noch so einen BMW fertig gemacht kurz vorher. Ne? Ich glaube, ich habe 4 Wochen lang den Kopf drüber zerbrochen, welche Farben. Ich hab's gefühlt. Ja. So, weil es gab natürlich Uni schwarz, was es auf dem Auto nie gab. Weiß, Alpine Weiß, ja. British Racing Green, ja. Und Laguna Seca, das ist dieses Hellblau. So, die Farben gab es so zur Auswahl. Und das ist, da hast du lange nachgedacht? Ja, ganz lange. Echt? Mit Lackierschablonen gemacht. Weil alle gegen schwarz waren. Also ist ja meistens so, fragst du zu viele andere Leute. Ne? So, alle, mach weiß, geiles Dekor, Laguna Seca, kommen die Carbon-Teile richtig geil, weil am Bilzer Berg fährt einer in Laguna Seca immer rum. Ne? Ja. So, British Racing Green, die Farbe. Und wirklich, letzter Sekunde, also beim Farbe anmischen, habe ich dann gesagt, nee, komm, wir machen die schwarz. Wobei wirklich die meisten British Racing Green gesagt. Genau, British Racing Green war heiß und groß. Ja, aber ich finde, schwarz geht immer. Ja, ich auch. Und als Basisfarbe. So, und jetzt, wo das Auto da so steht, finde ich es einfach am geilsten. Eben am geilsten. Richtige Wahl getroffen. Das heißt, das ist auch 500er? Nee. Das sind 320er. 320er, ne? Das ist die Bausparer-Version. Ja. Und einfach nur Tiefräder. Ja, gut, da haben wir auch die Sitze neu beledert, weil der kommt ja auch aus Japan, der war fertig mit dem Welt. Ja. Und den haben wir einmal hier innen drin alles frisch gemacht, außenrum mal frisch gemacht. Jetzt kommen wir am Thema Motor dann mal ran. Aber bleibt 320? Nein. 600er? Also, nein, auch nicht, aber ein bisschen mehr Leistung. Also einen Kompressor wollen wir da noch aufbauen. Ja, krass. Dass er ein bisschen schneller ist wie ein 500er. Wobei als 600er wäre, glaube ich, auch. Aber so einen Motor kriegen und so ist, glaube ich. Ist mir dann vorne zu schwer. Ja. Ah, okay, das sind auch Felgen von euch, ja. Aber in diesem alten AMG-Stil. Ja, also wir müssen ja irgendwas Passendes da drauf machen auf die alten Fahrzeuge. Du kannst ja nicht heute irgendeine moderne Felge nehmen. Es OZ. Muss schon. Ja, es muss. Oder BBS. Ja, klar. BBS geht eigentlich auch immer. Wobei ich finde, dass auf solche Fahrzeuge solche Felgen drauf müssen. Ja. Und die machen wir jetzt zweiteilig. Gefrästem Stern mit, ganz wichtig, H-Zulassung haben die. Echt? Aber nur auf Fahrzeugen, wenn der zum Beispiel Serie 18 Zoll hat, darf ich 1 Zoll Größe mit H-Zulassung machen. Ah, krass. Okay. Das heißt, wenn der 17 Zoll hätte, 19 geht nicht. Das ist jetzt typisch 124er Beispiel. Da geht's nicht. 1 Zoll größer und breiter. Müssen dann aber auch so ein bisschen wie die Originalfelge aussehen? Muss zeitgenössisch sein, ja. Ganz, ganz wichtig. Und die Felge dürfte heute eigentlich fast nicht mehr auf dem Markt sein. Also wenn du die Felge überall jetzt noch für günstiges Geld kaufen könntest, die Original-AMG, dann würde ich dafür keine Haarzulassung kriegen. Nur weil sie nicht mehr lieferbar sind. Mein Favorit auf jeden Fall. Auch mein Traum. Ich weiß noch, wie du geflucht hast, das Bodykit da so ranzukriegen und so weiter. Ja, also es ist schon aufwendig gewesen. Aber noch aufwendiger an dem Auto ist, die Teile zu beschaffen. Die Original-Seitenteile, Kotflügel, Schweller, C-Säule. Also wenn du Originalsachen, vergiss es. Und sowas hier, gibt sowas aber alles noch? Das ist auch einfach das von ist dir? Foliert. Das ist foliert. Originalteile, nur foliert. Ah, krass. Stimmt, ist alles foliert, ne? Ja. In matt, auch nicht schlecht, ne? Ja. Ist irgendwie ein witziger Kontrast und sieht einfach neu aus in dem Fall, ne? Ich dachte gerade, es wäre einfach nur neu. Aber ich finde, es passt extrem zum Auto. Passt irgendwie, ne, mit dem matt. Es sieht auch irgendwie aus, als wäre es original so. Ja. Ja. Also, weil es halt nicht... Ist schon matt. Kannst du aufmachen, ja? Ist halt typisch Mutlu, nicht gesaugt. Alcantara mit roter Naht ist auch typisch Mutlu. Ja. Aber geil. Ich mag ja den Stil Alcantara mit Carbon immer. Wenn es jetzt komplett Alcantara wäre, aber so mit so ein bisschen Carbon, finde ich geil. Okay, aber dann hast du ja auch alle Autos hier fast einmal komplett gemacht, ne? Weil das ist ja auch Innenraum gemacht. Innenraum gemacht, ein anderer Motor ist natürlich drin, größer. Das war ja ursprünglich ein E30 325 ETA. Wir haben dann fast roh bekommen, aber rostfrei, Gott sei Dank. Und dann angefangen. Du musst bedenken, wir haben nur für die Teile, was da außenrum für den Umbau für den E30 ist, wir reden aber von 1,5 Jahre zurück, 10.000 Euro bezahlt, Gebrauchteile. Krass. Außer die Seitenteile waren neu, aber beim Privaten noch umgelegen. Ja. Ne? Und heute, ich sag, wenn du gefühlt heute die Teile kaufen willst, bist du bei 15.000, 20.000 Euro. Aber gibt's immerhin noch? Ja. Weil zwei Seitenteile im eBay für 9.900 weil, Euro. Weil ich stelle mir immer die Frage, wo kommt ein M3 Blechseitenteil her? So, weißt, das muss ja irgendwie ein verunfalltes Auto sein. Hey, da liegen noch ein paar irgendwelche Scheunen noch rum, die das mal machen wollten, aber... Das heißt, der ist von der M3-Optik her alles Originalteile jetzt? Außer die C-Säule und die Schweller. Mhm. Die habe ich nicht mehr gefunden, aber hast mir auch irgendwann nicht gehabt. Aber immerhin sieht man schön das Carbon durch. Ja. Es schimmert so leicht durch den Lack. Ja, krass. Und halt ein E46 M3, ein S54 Motor drin. Da fällt jetzt noch die Carbonansaugung. Da bin ich halt wieder typisch Schwabe, ne? Da warte ich jetzt, bis ich ein Schnäppchen kriege. Aber er läuft gut und wir haben ihn auch gemessen, da kam jetzt leider nur 303 PS oder 304 PS raus statt 343. Liegt aber an der Carbonansaugung, weil die Software, was drauf ist, ist mit Carbonansaugung schon programmiert. Ah. Und da merkst du, dass es sich auch mal für Schritt, ja, klar. Ja? Wenn wir das mal fertig haben, dann bin ich gespannt. Irgendwann kommt der Motor nochmal raus. Ja, ja.
Der wird komplett einmal neu revidiert. Pass auf, wir gucken einmal rein. Witzig Gimmick, das BMW-Logo in schwarz. Dafür verfluchen mich alle immer. Echt? Nee, ja. ich find's jetzt gar nicht so. Ich find's zu dem Original. Aber viele sagen immer Original, ne? Vor allem der aus Bayern, der sagt halt, das muss blau-weiß sein. Ja. Ja, aber übelst beliebter Motor in der BMW-Szene, ne? Ja. Also ist so, wie die Leute diesen S54 feiern, ist schon geil. Was musstest du alles machen, damit der so reinpasst? Also geht das ohne Karosseriemodifikation, oder? Ja, das ist ja das Geile an BMW und Audi VW. Bei Mercedes ist es komplett Katastrophe. Hier im Prinzip Motorhalter von 300 mm bestellt, unter 50 Euro. Getriebe vom 328 oder M330. Kardanwelle 328 Schaltgetriebe. Hinterachse komplett mit Diff 323 Ti. Also wirklich so rein? Alle Schrauben original. Geil. Nur, dass wir jetzt einen E-Lüfter gemacht haben, statt einen Fisco-Lüfter und so, das jetzt. Aber ansonsten ist es ein relativ einfacher Umbau, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ja, krass. Also ich kann mir schon vorstellen, fahrspaßmäßig wird das am Ende schon geil werden. Ja, wir sind 211 Sekunden gefahren. Ja, überleg mal, in so einem alten Auto, ne? Der wiegt 1140 Kilo, ja. Und was Gewicht betrifft, ne? Willst du aber auch so ein bisschen Rennstrecke-mäßig fahren oder zu schade, nur ein bisschen Straße? Zu schade. Ist aber alles eingetragen. Alles eingetragen, ja. Bei uns ist auch immer ganz, ganz wichtig, außer das, was jetzt hier so liegt, da haben wir jetzt nur die Begrenzer raus bei den Autos. Auf H-Kennzeichen geht das mit dem Motor logischerweise nicht, weil zu neu. Ja, krass. So, dann haben wir hier nochmal einmal dezent breiter. Ja. Das sind 3 cm, 4 cm? Wie viel ist der breiter? Ja, ungefähr, also fast 4 cm. Und auch ein bisschen höher. Also was extrem geil auf jeden Fall aussieht, ist die wie das so, weil es kommt irgendwie so, es deckt so das ganze Rad ab. Mhm. Weißt, es kommt so raus, wie als wenn du so einen Schutz über den Reifen ziehst, so ungefähr. Ne? Und das ist jetzt ein originaler 500 Kotflügel. Da ist nichts dran gemacht. Wir haben dieselben genommen, also nochmal 2 Kotflügel, die du jetzt eigentlich nicht mehr kriegst, ausgeschnitten und diagonal hinten drauf gemacht. Ah, okay. Also, das ist wirklich die komplett originale E500er Form? Ach so, ich hatte den so ein bisschen spitzer so in Erinnerung. Der wirkt jetzt so, weil er so tief ist. Ja. Und weil Uni-Schwarz wirkt einfach am besten. Natürlich. Wäre aber auch so ein typisches Auto, würde ich auch nur in Uni-Schwarz lackieren. E500 würde ich definitiv auch in Uni-Schwarz fahren. Ne? 100%. Bei dem haben wir auch die Türe mitgenommen, auch breiter wie beim RS4. Ja, ja. Und das war ursprünglich ein 400er mit 430.000 Kilometer. Einmal Rost voll. Ja. Und den haben wir jetzt bei Sterngarage umgebaut auf 6 Liter. Ist aber schon drin, der 6 Liter? Schon fertig. Schon fertig? Ja, ich war lange nicht in Heilbronn, leider. Ja. Warte mal, ich mach mal vorne auf. Also bei mir ist der Motorraum nicht so sauber wie bei dir. Ach, alles gut. Sollen ja auch gefahren werden, die Autos. Oder werden auch gefahren, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ja, okay, aber das ist ja schon extrem sauber, ne? Aber der Raphael hat halt auch hart einmal einen Sender, ne? Einmal alles neu. Der feiert ja sowas auch. Okay, jetzt sind das 6 Liter. Ja. Also ich habe eigentlich auch so ein Faible für Hubraumerweiterung bei diesen Saugmotoren, ne? Weil 6 Liter ist natürlich schon, das ist halt das Einzige, was schade an so einer Messe ist, dass wir die Autos weder hören können noch fahren können halt, ne? Ja. Weil 6 Liter, wie fährt das so? Boah, aber ich habe ja den 500er, aber der jetzt spürbar. Also ist schon so, dass deutlich stärker geworden spürbar. Ist. Spürbar. Ist ja alles einmal neu. Ja. Ja, das praktische Hubraumerweiterung waren 5,4 Liter durch Kolben und durch die 560 SEC Kurbelwelle den Rest auf 6 Liter dann rausgeholt. Wobei so eine Kurbelwelle heute auch nicht mehr so einfach zu finden ist. Das wäre aber immer so mein Traum auch für meinen Strich-8er. Weißt du, irgendwie so ist geil. Weil es schwarz ist. Und das Automatikgetriebe kommt aber klar mit. Ja, ja. Ist kein Problem. Das funktioniert alles, ja. Wir haben auch alles eingetragen. Bei dem ist alles eingetragen, beim E30 ist alles eingetragen. Nur jetzt Fahrwerkhöhe noch nicht. Ne? Ja, aber kompletter Umbau, alles drin. Das heißt, das müsste doch auch eigentlich so ein typisches Auto sein, was perfekt für Burnout ist, oder nicht? Ja, mit Automatik. Funktioniert wunderbar. Es geht ja aber danach damit weiter jetzt. Ja, das ja. Ist ja nicht fertig. Auto ist so fertig optisch, ja, aber wir wollen ja da noch einen Kompressorumbau machen. Auch noch drauf? Ja. Das ist halt nochmal ein bisschen mehr Spaß. Ist ja ungefähr. Mutlu also wird jetzt, warm, er wird warm. Also 450, 480 PS soll er irgendwo lang. Ja, ja. Jetzt aktuell hat er so zwischen 350 und 360. Was hatten die 560er original? 560er. Die 500er meinst du? Nee, die 560er, wo die Kurbelwelle eigentlich herkommt. Lass mich lügen, die gibt es in verschiedenen Stufen. 279, 299. Ja, die hatten nämlich so wenig damals noch, ne? Wenig. Ja. Okay, die ganzen Autos, deine ganzen Turbo-Umbauten, sowas, das hast du alles gar nicht mit, ne? Nur der 5er. Der 5er, ja, den können wir mal einmal nochmal gucken. Ja, es ist wirklich ein bisschen kompliziert bei Mutlu durch die ganzen Projekte noch durchzublicken. Weil der Typ hat in den letzten Jahren Autos gebaut. Da kommt was bei rum. Ja, ja. Ich sag schon, ich habe wirklich Probleme, Überblick über die ganzen Projekte zu behalten bei dir. Ja, weil das Blöde ist ja, bei uns dauert auch ein Projekt
relativ lange, wenn du es mal beim Lackierer abgibst, beim Karosseriebauer abgibst oder so, ne? Ja, ja. Und dann brauchst du immer eine andere Beschäftigung. Weil wir reden doch in Summe, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, bestimmt von 8 bis 10 Projekten, oder? Mehr. Mehr, ja. Stehen schon welche wieder am Start eigentlich, weil es sind ja auch wieder ein paar fertig. Ja, ja, klar. Turbo. Ja. Ist halt... Nur weil so ein Turbolader drin hängt, ist es irgendwie gleich ein ganz anderes Projekt immer, finde ich. Ja. Ne? Weil ich finde irgendwie V8 Sauger ist immer noch nahbarer, straßennäher. Ne? Weil so Turbo ist halt schon immer so... Ist was anderes. Der ist auch schon komplett fertig? Der ist fertig, der muss nur noch abgestimmt werden und eingetragen werden. Fertig. Steuergerät original? Nein, frei programmierbar. Anders. Der Block wurde komplett neu aufgebaut. Das ist ja der Graugussblock, der hat echt viel Potenzial. Mhm. Der Block so kann selber 900. Mit dem Lader fahren wir maximal auf 600 PS, weil ich einfach ein bisschen mehr Fahrspaß haben will, einfach raus ein bisschen mehr Bums. Ansonsten kannst du auch mit 900 PS Lader fahren, bloß dann baut er erst so ab 4,5 auf. Ne? Basis war also auch 320 oder was ist das? Also 2,5 Liter. 2,5 Liter. Ist das der gleiche wie der 320er, nur mit weniger Hubraum vom Block genau. her? Okay, das heißt aber, ihr wollt jetzt leistungsmäßig nicht so in Richtung 900 oder? Nein, ich baue lieber den Motor immer ein bisschen weiter auf. Aber nützt es nicht ganz aus. Also so immer ein bisschen planen, der soll ewig halten. Geil. Du machst ja andersrum. Ist nur foliert, provisorisch. Da ist ein neuer RS3, RS4B5. Ah ja, RS4, gehen wir da mal gucken. So. Jetzt haben wir hier einen, habe ich ehrlich gesagt noch nie live gesehen. Neuen RS3. Den musst du aber auch ganz frisch schon jetzt erst bekommen haben, oder? Ja, drei Tage vor Messe. Okay, gehen wir einmal rum hier, dann sieht man es ein bisschen besser. Schön breit, ne, vorne? Ja, also den Kotflügel finde ich mega. Gerade auch mit der Öffnung hier, ne? Ja. Das ist schon geil. Ja, an diese neuen Fronten muss man sich irgendwie erst gewöhnen. Ja, das erscheint mir ein bisschen mehr seitlich, ne? Ja, genau, weil es wird irgendwie wieder alles nicht so weniger, sondern eher wieder mehr, ne? Und sieht klein aus, finde ich in Summe, ne? Also klar, so tiefe Autos sehen immer kleiner aus. Wir haben halt die Erfahrung gemacht, ich habe ja nichts davor gewusst, ne? Wir haben ins Fahrwerk reingeknallt und dann war das Thema Räder, ich mache die Räder runter, der fährt original 9x19 ET25 vorne und hinten 8x19 ET46. Mhm. Das heißt aber auch wieder niegelnagelneues Auto, 0 Kilometer, Buff, Fahrwerk rein. Ja, und Felgen. Halt, ne? Aber das ist vom ASW, Auto aus dem Heilbronn, das Auto kriegen die wieder jetzt nach der Messe. Geil. Ja, und mein absolutes Favorite. Da wollten wir ja bei dir auch immer noch mal ran, an deinem B5. Aber jetzt mittlerweile denke ich schon... Ist zu schade, ne? Mhm. Ist er so. Vor allen Dingen, ich sage, das entwickelt sich jetzt noch krasser. Also ich sage, das ist erst so der Anfang, was RS4 B5 Preise angibt, weil es gibt halt einfach so wenige davon. Aber RS4 Kombi ist tatsächlich ein Auto, was ich, wenn ich mir noch mal einen bauen würde, nicht in schwarz lackieren würde. In rot, ja. Sondern den würde ich auch in rot lackieren. Der gefällt mir in rot auch ganz arg. Komischerweise mehr wie schwarz. Mit dem Alu-Paket und so ist einfach... 1 plus. Ja, geil. Ich würde sagen, jetzt wird es ein bisschen voller. Wir müssen auf jeden Fall gleich unsere Maske aufsetzen. Danke, dass ihr Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Messe geht jetzt los, erster Messetag. Ihr kriegt jetzt noch ein paar cinematische Aufnahmen und dann gucken wir, ob wir noch vielleicht ein paar weitere Videos auf der Messe Channel kommen. Vielen Dank, geile Autos. Genau. Ich feiere es, dass es immerhin noch einen gibt, der genauso in der Birne ist und einfach 10 Projekte gleichzeitig macht. Ne? Und die tatsächlich auch nach und nach vorangehen, weil es gibt ja auch viele, die dann einfach irgendwie, die irgendwo dann verschwinden und nie wieder kommen. Ne? Aber wenn du mehr Platz hättest, hättest du wahrscheinlich noch 2 Autos hingestellt. Wahrscheinlich, ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.